Es gibt sie an jeder Ecke. Keiner mag sie. Sie stinken unnormal und labern eigentlich nur den ganzen Tag Scheiße. Und wenn man denkt, man ist gerade zwei von ihnen los, kommen aus der nächsten Ecke schon 50 neue herum. Die Rede ist hierbei von Instagram-Rappern. Oh Mann, ich habe gehofft, ich werde das niemals wieder aussprechen. Aber tatsächlich, schauen wir uns heute mal wieder die schlechtesten... Ich meine natürlich die besten Instagram-Rapper des Landes an. Und mal schauen, was die uns so zu bieten haben. A wie Apfel, B wie Ball, C. C63, 300 Sachen macht den Weg frei, ich bremst nicht. C63, 300 Sachen macht den Weg frei, ich bremst nicht. Way, 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 way. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja, wenn euch diese Geschmacksprobe schon mal gefallen hat, dann macht euch gefasst, denn dieses Video hat es wirklich in sich. Und ich muss dazu erwähnen, beim Aufnehmen des Videos habe ich ungefähr 4-mal einen Anfall bekommen. Und dazu ist es hier auch noch unnormal heiß in meinem Zimmer. Und was könnte eine gute Instagram-Rapper-Folge sein, ohne unseren alten Ehrenbruder Benji Ewald, der mal wieder unglaubliche Bars in den Takt spittet. Shoutout auf jeden Fall an diesen Kommentar von It's Nino, der wird mal besserer Rapper als Kapi. No cap. Und der gute Benji Ewald hat dieses No Cap bestimmt noch nicht verstanden und deswegen hat er diesen Kommentar eingeblendet. Ich sitze hier am Klavier, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, dann... Wow! Unglaublich! Vielen Dank für diese geisteskranke Leistung. Ich brauche nichts mehr sehen. Das hat mir alles gereicht. Ich kann ab jetzt schon sagen, Benji Ewald ist der beste Newcomer-Rapper, den wir in diesem Land haben. Ich sitze am Klavier, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4. Nenn mir einen deutschen Rapper, der jemals eine bessere Line gebracht hat. Nehme ich eine Gitarre und spiel darauf. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Unglaublich! Und wenn ihr dachtet, dass nach dem Klavier 1, 2, 3, 4 schon Schluss ist, nein, es kommt natürlich auch die Gitarre. 1, 2, 3, 4. Ja, Mann, ich fühl's auf jeden Fall. Das ist echt ein Banger, den du mir hier gerade freestylst. Ich würfle ein paar Mal und zwar... Lass mich raten, du würfelst ein paar Mal und... 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ich würfle ein paar Mal und zwar... 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Immerhin bringt er noch so ein bisschen Gesang mit hinein. Ich zähle bis 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ich gehe ein bisschen spazieren und schaue mir die Welt dann... Ja, okay. 1, 2... Ja, okay. Und am Ende kommt natürlich auch noch einmal das 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Damn, also ich muss sagen, dieses Video hat schon mal unglaublich beschissen angefangen. Benji Ewald, bitte, bitte, was versuchst du mir mit diesem Song zu sagen? Irgendwie ist da doch eine geheime Botschaft versteckt, oder? Mit 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Und der Junge will uns irgendetwas mit verschlüsselnden Codes sagen, dass er eigentlich gerade gefangen halten wird gegen seinen Willen und einfach nur hier raus will und Hilfe braucht. Naja, und falls das so ist, so, kann sich irgendjemand darum kümmern, so, ich muss jetzt weiter dieses Video machen, ja? Benji Ewald, ich wünsche dir alles Gute, du wirst es schon da rausschaffen, keine Sorge, du schaffst das schon, Bro, ja? Du schaffst das schon, viel Glück. So, jetzt erstmal ganz kurz Spaß beiseite. Ich weiß, das Video geht eigentlich um schlechte Instagram-Rapper, aber ich muss natürlich auch einen mit reinbringen als gutes Vorzeigebeispiel, um zu zeigen, wie man ein guter Rapper ist, wie man gute Musik aufnimmt, wie man einfach was Geiles auf den Beat brettert. Ey, wieso geht das hart? Wieso hört sich das geil an? Wieso feiere ich das? Also ich muss ehrlich sagen, ich habe den Typen hier reingebracht in dieses Video, weil ich mich eigentlich drüber lustig machen wollte und so zeigen wollte, guckt euch mal diesen Goofy Art Clown an mit seinem... What the f*** ist dieses Outfit? Was ist dieses Mikrofon? Was sind das für Zähne? Naja, eigentlich wollte ich mich komplett über ihn lustig machen und ihn einfach ehrenlos beleidigen, aber ich muss sagen, yo, der s*** ist fire. Was hast du da für ein geiles Lied gemacht? Ich muss das nochmal hören. Wow, das geht echt in den Kopf rein, wie eine 9mm Kugel. Sorry, sorry, sorry. So, und jetzt kommen wir tatsächlich nochmal zu der anderen Seite der Medaille. Denn jetzt steigen wir ein in die wirklich düstere Kabine. Düstere Kabine? Macht gar keinen Sinn.
Jetzt steigen wir wirklich ein. Jetzt steigen wir wirklich ein in die dunkle Seite von Instagram-Rappern. Ich hoffe, das hört sich genauso cool an im Video danach, wie ich es im Vorhinein geplant habe. Ich habe irgendwie das Gefühl, nein. Sonntag, 16.07. He-Man Zellenville? The f***? Solange Freeman Zeilen mit Herzchen drinne für die Märchenprinzen, hä? Bro, der hat noch nicht mal angefangen zu rappen und ich verstehe schon gar kein Wort mehr. Der hat mich komplett verwirrt. So, Style. Yeah. Was machst du da vor der Kamera, Mann? Yeah, ich bin viel zu grimy, Bro. Deine Freunde, die alte Ziege, die hast du bestimmt nur aus dem Streichelzoo. Oha, also ich muss sagen, der hat mich getroffen, okay? Was nennst du meine Freundin eine Ziege? Wieso nimmst du es dir raus, meine Freundin eine Ziege zu nennen? Was fällt dir ein, du kleiner Schatz? Na warte, was ich mit dir mache. Spaß, es ist mir komplett scheißegal, weil ich keine Freundin hab. Juckt mich doch nicht, nenn doch meine Freundin ruhig eine Ziege. Ich bin Steven Seagal, Aikido, Hapkido. Er ist Steven Zigarre. Andere Leute wollen so später sein, so schlau sein wie Stephen Hawking. Der will einfach sein, Steven Zigarre. Du hast Hepatitis B, du Scheißidiot. Nämlich nicht Patrick mit Absicht. Digga, ich heiß nicht so. Naja, er hat okay angefangen, aber hat extrem stark nachgelassen. Was für nenn mich nicht Patrick mit Absicht? Das ist mit eines der schlechtesten Zeilen, die du einfach so in einen Song droppen kannst. Woher kommt die überhaupt? Ich wette, niemand hat dich jemals in deinem Leben Patrick genannt. Woher kam das? Und dann dieser verdammte Reim auf Absicht. Nicht Absicht, sondern Absicht. Nenn mich nicht Patrick mit Absicht. Yo, nenn mich nicht SpongeBob, du Bonkopf. Die hätte der vielleicht bringen sollen. Das hätte ein bisschen mehr Sinn gemacht. Als Patrick mit Absicht. Und am Anfang hatte ich noch so ein bisschen Respekt vor ihm, okay? Ich dachte so, wow, okay, das ist wirklich ein Rapper aus dem Block, okay? Der weiß, was er macht. Der Typ hat Hip-Hop in sich. Aber was war das dann bitte am Ende für eine Fail-Ansage? Ich weiß, wo du wohnst. Ich weiß nicht wo, hab ich vergessen. Egal, du bist gleich schon tot. Okay, alles klar. Du weißt, wo ich wohne, dann weißt du nicht, wo ich wohne und dann bin ich gleich schon tot, okay? Also ich muss dazu mal ganz deutlich sagen, ich glaube nicht, dass jemand, der in einem Track sagt, nenn mich nicht Patrick mit Absicht, ich glaube nicht, dass der zu mir kommt und mich töten will. Ich glaube, da hast du dich ein bisschen überschätzt, ja? Ich glaube, das wirst du nicht tun. Naja, drauf. Bis jetzt immerhin der beste Rapper, den wir in dieser Folge hatten, okay? Also, das ist jetzt nicht unbedingt schwer, aber trotzdem, du bist bis jetzt auf der Nummer 1. Du bist bis jetzt am wenigsten Scheiße und Arsch. Glückwunsch, würde ich mal sagen. Ich mach dich rein, hole mir mein Schwein und hole mir ein Döner mit Schweinefleisch. Oh nee, ne, jetzt geht's los. Du machst mich klein wie Schwein und dann holst du dir einen Döner mit Schweinefleisch. Ein Döner mit Schweinefleisch? Einen Döner mit Schweinefleisch? Was ist das für eine Line? Wer packt die in seinen Song und denkt sich so, boah, voll den krassen Real Talk gedroppt. Ja, das werden die Leute fühlen. Irgendwann, wenn ich so Konzert spiele vor 30.000 Menschen, dann werden so alle mitmachen so, und ich hole mir einen Döner mit Schweinefleisch. Ich esse den Döner, aber schmeckt nach Fisch, du kleiner Fisch. Ich f***e deinen Fisch, du kleiner Hund. Ich hab's verstanden so, du hast einen kleinen Fetisch zu Tieren. Okay, chill, ja? Also, du kannst mich gerne Fisch nennen, du kannst meine Mutter gerne als Fisch beleidigen, aber warum willst du jetzt den Fisch penetrieren? Oh. Wieso willst du Geschlechtsverkehr mit meinem Fisch, Bro? Also, alles gut bei dir, oder wie sieht's aus? Gib mir ein Blasen, sonst gebe dir eine Kombi und du fällst jetzt mies hier. Also du gibst mir erstmal schon mal gar keine Kombi, ja? Du gibst niemanden irgendwie eine Kombi. Die einzige Kombi, die du mitnimmst, ist die Kombi-Wette, wenn du wieder Tipico dein ganzes Geld verspielen gehst. Was geht eigentlich da im Hintergrund ab? So, ist das das Musikvideo? Falls ja, dann auf jeden Fall dicken, fetten Gruß an diese Kameraführung und diese geilen Lichteffekte. Der Typ hat einfach Strobolicht angemacht, während er einen Freestyle ohne Beat droppt. Du kleiner Hund. Gib mir ein Blasen. Du fühlst jetzt mies, ja. Also das Einzige, was mies ist, ist tatsächlich dein Track. Ja, ich darf dir herzlichen Glückwunsch wünschen. Du bist jetzt aktuell auf dem letzten Platz der Instagram-Rapper. Du hast bis jetzt am meisten reingeschickt. Einmal bitte Applaus. Hey. Herzlichen Glückwunsch. William Shakespeare wäre stolz auf ihn gewesen, würde er noch heute leben.
Naja gut, jetzt reicht's auch mal mit diesem Wannabe-Rappern. Ja, wir wollen jetzt auch mal ein bisschen härteren Stuff sehen, okay? Wir wollen jetzt mal ein bisschen Mucke aus dem Block hören. Ein paar echte Gangster am Mic. Und dafür habe ich euch diesen Typen hier mitgebracht. Und das erste Standbild, wow, Legende. Dann da oben, keine Ahnung, was das ist. Und da unten dieser South Park-Character. What? Okay, der South Park-Character, der hat mich überzeugt. Ich glaube, jetzt kommt was Krasses. Okay. Ich kann seit Tagen nicht schlafen, die Bitch in der Tasche absitzen, nicht mal muss lachen. Kein Wort verstanden bis jetzt? War das überhaupt Deutsch? Ach, ich wurde gelobt in der Falle von der Brüdern, wo ich dachte, sie würde für mich fallen. Was redet der da? Welche Sprache spricht der? Ist das jetzt wirklich Deutsch? Schreibt's mal bitte in die Kommentare. Also ich habe jetzt ein Vers verstanden und das war irgendwie... Ich dachte, sie würde für mich fallen. Macht gar keinen Sinn, diese Line. Check ich nicht, verstehe ich nicht. Hab ich noch nie gehört, will ich auch nicht nochmal hören. Macht gar keinen Sinn, verstehe ich nicht. Gehst du gerade mal so dick auf Straße? Bruder, sind seit Jahren gefangen auf was? Also zum Glück sind hier tatsächlich noch die Untertitel damit reingepackt, weil ansonsten würde ich gar nichts verstehen, Mann, ja. Ich bin wirklich sehr, sehr dankbar dafür, ja, dass der Ersteller des Videos einfach nochmal darunter gepackt hat, so was auch gerade gesagt wird. Und ich muss sagen, das ist ziemlich akkurat. Ey, was hat der Bruder sich dabei gedacht, Mann? Uns hat ihn keiner seiner Freunde irgendwie so danach gesagt. Ey, dein neues Video, was du da hochgeladen hast, ist echt scheiße. Man versteht gar nichts. Das macht gar keinen Sinn. Es ist voll peinlich. Lösch das lieber. Also hätte ein Homie von mir so ein Video hochgeladen, ich wäre der Erste, der ihn angerufen hätte, FaceTime und ihn gesagt hat, Junge, was lädst du da für eine Scheiße hoch? Lösch das sofort wieder. Ich hab keinen Bock auf die Scheiß, komm ich schaff ihn aus, wenn er wieder Kopf ins Verteid. Meine Bruder tickt mit Otto oder Weiß, weil ich weiß, wie man... Statement. Immerhin hat er ein Statement hineingepackt. Er hat einfach diese Flasche, was weiß ich, was das für eine Flasche war. Angeblich Codein. Ich kann dir ganz genau sagen, wäre das Codein, was sich der Bruder öfter mal gibt zum Sippen, dann hätte er garantiert nicht die Flasche kaputt gemacht. Hör darauf zu cappen. Wir wissen doch ganz genau beide, dass du ein kleiner Junkie bist und niemals deine Drugs selber zerstören würdest. Ja, geil. Also wirklich nochmal ganz, ganz fetten Applaus auch hier von mir. Spaß, das gibt überhaupt gar keinen Applaus, weil das Einzige, was ich verstanden habe, ist irgendwie, er dachte nie, dass seine Frau ihn fallen lassen wird. Und natürlich am Ende, meine Brüder ticken Ott oder Weiß. Denn das darf ja auf gar keinen Fall fehlen in einem harten Rap-Song, dass man sagt, dass seine Brüder, seine Homies natürlich am Ticken sind. Also stell dir mal vor, du wärst ein Rapper und hättest keine Freunde, die paar Drugs verkaufen. Oh Mann, niemand wird dich ernst nehmen. Spaß beiseite, niemand wird dich ernst nehmen, wenn du so unangenehm rappst wie er. Ich glaube, die Geheimformel, jetzt auch für alle Zuschauer, die gerade hier dieses Video sehen und vielleicht auch im Hintergedanken haben, ey, ich will unbedingt Rapper werden, ich will unbedingt Musik machen. Fangt einfach an und vertraut mir, guckt euch ein paar von diesen Videos hier an und macht einfach genau das Gegenteil von dem, was die Leute da drinnen machen und ihr werdet zu 100% ein erfolgreicher Rapper. Ey. Mache niemals einen Deal mit den Cops. Ich bin Ailo aus dem Block, ey. Oh Mann, die ersten 2-3 Sekunden und ich habe schon wieder gar keine Lust auf dieses Video, bitte. Wieso ist denn wirklich jeder von diesen Instagram-Rappern einfach gleich? Okay, ihr sagt mir jetzt zum 500. Mal, yo, ich kooperiere nicht mit den Cops. Ich habe nichts zu tun mit den Cops, ja. Ich f*** die Polizei, alles klar, die Cops können mir nichts. Bro, hört auf zu labern, ja. Sobald bei euch jemand das erste Mal zu Hause einbricht und ihr oben in euren Zimmer hockt, ihr werdet als erstes natürlich die Polizei rufen und heulend am Telefon sitzen und sagt, bitte, bitte kommt schneller, bitte, 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 bitte kommt schneller. Und nachdem das geschehen ist, die Polizei geholfen hat, 2 Tage später setzt sie sich ins Studio und droppt diese Lines. Ey, mache niemals einen Deal mit den Cops. Ich bin Ailo aus dem Block, ey. Komm mir zu nah und du kriegst auf deinen Kopf. Ich bin Ailo aus dem Block, jeden Tag ein Benzer. Jeden Tag ein neuer, doch auf keinen dieser Benzer zahle ich deine Steuer, also komm mir nicht zu nah. Wow, 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 wow. Hast du da gerade zufällig Steuerbetrug live vor Kamera zugegeben? Bastet in 4K, wir haben sie. Ja, das war's jetzt wohl tatsächlich mit dir. Steuerbetrug einfach so auf TikTok zugegeben, wer kennt es nicht? Ich muss sagen, die Line ballert aber. Also, ich finde allgemein alle Lines so, wenn man irgendetwas mit Steuerhinterziehung oder Steuerbetrug zugibt, das kommt immer sehr gefährlich. Also, meine ich jetzt auch diesmal ernst. Das finde ich wirklich hart. Auf keinen dieser Benzer zahle ich deine Steuer, also komm mir nicht zu nah, Mann. Warte, stopp.
ich fahre keinen Benzer, weil ich keinen Führerschein mehr habe und Steuern zahle ich so oder so nicht, weil ich arbeitslos bin. Also zahlt ihr quasi meine Steuer. Wild. Ha! Ah, perfekt. Gut hat sich das ja auch geklärt mit dem Steuerbetrug. Sie ist einfach arbeitslos, ja. Ich muss ja gar nichts mehr sagen. Sie hat sich ja schon selbst einfach komplett ausgekontert. Das wäre genau das, was ich gerade gesagt hätte. So, sie wäre arbeitslos, sie hat bestimmt keinen Führerschein, aber okay. Sie ist mir zuvor gekommen, sie hat das alles schon selber übernommen. Danke, würde ich einfach mal sagen. Und ja, fühlt ihr euch nicht auch irgendwie verarscht? Fühlt ihr euch nicht auch hintergangen, dass sie einfach auf den Nacken von euren Steuergeldern lebt? Nein, ihr fühlt euch sicherlich nicht hintergangen, denn ihr seid gerade noch nicht mal alle 18. Ihr zahlt nicht mal Steuern. Ich weiß ganz genau, ein paar Leute, die dieses Video gerade sehen, haben sich so gedacht, so, ja Mann, ja Mann, ja Mann. Und dabei zahlt ihr noch nicht mal Steuern. Über was redet ihr? Macht erstmal eure Schule fertig. Ey, sorry, das kam gerade irgendwie ein bisschen hart rüber, ja? Nehmt das nicht für voll. Ich mache hier nur Spaß, nur Entertainment, okay? Ich war vor ein paar Jahren auch noch ein kleiner, unter 18-jähriger Bub, der noch gar keine Steuern gezahlt hat. Und jetzt bin ich tatsächlich ein 21-Jähriger, der gar keine Steuern zahlt, weil ich bin nämlich auch arbeitslos. Ja, zumindest sage ich das jedem, dass ich auch arbeitslos bin. Das ist deutlich einfacher zu erklären, als wenn ich jemanden sage, so, yo, also ich sitze zu Hause vor meinem PC, ich sage einfach irgendwas in mein Mikrofon rein, ich mache mich ein bisschen lustig über andere dumme Leute. Nichts ist eigentlich von mir der Content. Ich nehme mir einfach alles, was ich finde von TikTok Reels und verarbeite das neu in meinen Videos und verdiene damit mein Geld. Oh Mann, was mache ich nur mit meinem Leben? Aber scheiß drauf, scheint ja zu funktionieren, denn wir sind bald bei 100.000 Abonnenten. Ich küsse doch den Arsch von jedem, der schon lange dabei ist. Fuck the fuck, bro. Es ist 2014. Irgendwann Anfang März, Mann. Die Crew, die hier steht, Alter, fuck jeden einzelnen Hater. Die Crew, die hier steht, fuck jeden einzelnen Hater. Bist du dir da sicher? Bist du dir da sicher, dass dieser Typ und dieser Typ alle Hater f***en? Ich sag mal so, lieber f***en sie die Hater als meinen verdammten Fisch, okay? Einzelnen Hater. MC Knalleffekt. MC Knalleffekt. Der heißt nicht wirklich MC Knalleffekt, oder? Ich glaube, du hättest dir keinen anderen Rap-Namen für dich aussuchen können mit weniger Aura. MC Knalleffekt, das muss ein Witz sein. Keiner kommt auf die Idee, sich MC Knalleffekt zu nennen. Der muss ja irgendwann so zu Hause gewesen sein und in seinem Kopf sind so ein paar Namen rumgeschworen wie MC Big Dick, Young Duisburg, Lil FFM Bahnhof und dann kommt er einfach auf MC Knalleffekt. Ey, ich sag dir ehrlich, hättest du dich Young Duisburg genannt, das wäre viel krasser gekommen. Ich hab das Messer ganz fest in meiner Hand, heute gehe ich raus und mord ohne Verstand. Wow, what the f***? MC Knalleffekt, ist das dein Ernst? Ich hab jetzt irgendwas erwartet, also nein, ich habe nichts erwartet, okay? Aber das hat meine Erwartungen eindeutig übertroffen. Wieso holst du jetzt das Messer raus und sagst, du begehst Mord in der Stadt? Hä? Wieso? Also ernst, wieso? Ich mache dich weg, du bist eh nur ein Keck, ein kleines dummes Stück Scheiße, der größte Dreck. Benzer Warn, du wolltest mich dissen, jetzt bist du zu Hause und holst in dein Kissen. Deine Mama streichelt dir über dein Gesicht, weil du bist für mich nur ein dreckiger Wicht. Oh Gott, ein dreckiger Wicht. Bin ich der Einzige, der gerade gedacht hat, jetzt kommt, du bist ein dreckiger Fisch. Hätte jetzt der Nächste die Fischline gedroppt, dann wäre ich wirklich vom Hocker gefallen, ja? Dann hätte ich mit meinem Stuhl hier einen Backflip hintergemacht und hätte mir wahrscheinlich dabei mein Genick gebrochen. Aber zum Glück hat er das nicht erwähnt mit dem Fisch. Nochmal Glück gehabt. Ich dachte schon, das ist der Nächste, der meinen Fisch an die Kiemen will. Mein Vater ist für mich eine Ho, er bumst dich durch ganz Heilbronn und ist dabei noch froh. Guck es dir jetzt an, das ist meine Crew und ich stehe, mein Mann. Das ist deine Crew. Herzlichen Glückwunsch. Ja, das ist eine richtig nice Crew. Der Typ da hinten mit der Anonymous-Maske, der Typ da hinten mit... Ja, ach komm, ich höre einfach auf zu reden und genieße es jetzt einfach nochmal die letzten Sekunden. FIFC ist jetzt geboren, FIFC stürmt jetzt nach vorn. Joker kriegt jetzt wieder sein Messer, weil Knalleffekt ist härter und immer noch besser. Joker bekommt jetzt wieder sein Messer. Ja, natürlich muss der Joker da hinten sein Messer wiederbekommen. Der hat das ja auch gerade von seiner Mutter 15 Minuten vorher aus der Küche geklaut. Natürlich will er das wieder haben, weil wenn seine Mutter einmal erfährt, dass das verdammte Küchenmesser fehlt, dann gibt das erstmal dicke, fette 5 Wochen Hausarrest. Besser als du, ja, Benzer Warn. Komm nach Leipzig und dann wird es beginnen. Ja, dann wird es beginnen, Mann. Ich werde dich zerlegen. Klein. Und heute werde ich dich schäden. Knalleffekt ist jetzt zurück. Ja, mein Name ist da und du gibst mir einen Blick. Ah.
Endlich ist es vorbei. Endlich haben wir es geschafft. Endlich hat MC Knalleffekt aufgehört zu rappen. Endlich. Ich konnte das nämlich gerade schon nicht mehr aushalten. Das war mir echt ein bisschen zu viel. Ich hab kein Wort verstanden. Das war gar nicht hart. Ich hab mich wirklich in den Boden gecringed gerade. Das war hardcore unangenehm. Mann, ich hab Gänsehaut. Ich hab Gänsehose am ganzen Körper und es shaket mich hin und her. Ich hoffe, ich muss sowas nie wieder hören. Ich mache jetzt auch erstmal, glaube ich, paar Wochen bis zu dem nächsten Instagram-Rapper-Video. Ja, davon muss man sich wirklich erstmal erholen. Es reicht mir jetzt hier auch mit den ganzen Instagram-Rappern. Ich kann das jetzt auch nicht mehr, ja? Ich kann das jetzt auch nicht mehr. Ich brauche endlich mal einen sicken. Ich brauche jetzt endlich mal einen krassen Rapper. Kann es nicht irgendjemanden auch mal da draußen geben, der TikToks macht, wo er rappt und es nicht cringe ist? Gibt es das? Gibt es das? Ich guck nach links, ich guck nach rechts, ich guck nach vorne, hinten, oben, unten, ich sehe keinen. Oh, warte mal, was ist das denn? Ich glaube, ich habe jemanden gefunden, der krass ist. Ey, ihr Opfer, was seid denn ihr? Was hast du auf deinen Händen? Das ist voll komisch. Ey, Digga, Bro. Digga, yo, Mann, wir tragen... Nagellack in Sachsen, Nazis machen Faxen, lass die Pisser klatschen, das sind dumme Spassen. Nagellack in Sachsen, na 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 na, ich trage Nagellack in Sachsen. Geil, Mann, das ist nämlich der Banger, den ich erwartet habe, ja? Das ist der Banger, den ich will, wenn ich TikTok aufmache. Ich den ersten Instagram-Rapper sehe und mir denke, boah, das muss jetzt unglaublich sein. Und dann kommt sowas und haut mich komplett um. Das war ja mal wirklich genial. Wow, geil, geil, geil. Ich glaube, das werde ich mir tatsächlich jetzt auch in meine sexy Playlist packen, ja? Für heiße Nächte, ihr versteht, was ich meine, ja? Wenn ich auf einmal so mit einer Shawty im Bett liege. Sie liegt schon so in meinen Arm. Ich frage so, yo, willst du ein bisschen Musik hören? Ich habe dann eine nice Playlist. Ich würde jetzt einfach mal anmachen. Sie sagt dann so, ja, klar, gerne. Und dann mache ich die Playlist an und dann kommt dieser Banger. Nagellack in Sachsen, Nazis machen Faxen, lass die Pisser klatschen, das sind dumme Spassen. Nagellack. Ich glaube, diese Date-Ideen sind genau der Grund, warum ich keine Freundin habe. Naja, Leute, eine gute Nachricht am Ende habe ich noch. Ich verlose unter allen Leuten, die liken und kommentieren und natürlich auch abonniert haben, ein gratis Ticket für eine Show von MC Knalleffekt. Wer will sich das bitte entgehen lassen? Also ich würde das definitiv nicht. Deswegen drückt auf jeden Fall auf den Like und den Abo-Button und schreibt einen Kommentar, um eure Gewinnchance zu erhöhen. Ich danke euch mal wieder fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen wieder. Hasta la vista!